Willkommen Reisende, wir sind zurück in Going Medieval. Ich hoffe, diesmal ist der Ton besser. Und zwar, ich habe ein bisschen das Spiel laufen lassen. Wir hatten ja so Probleme mit der Nahrung. Und dass wir keine Samen anpflanzen konnten hier. Nachdem zwei Händler kamen, konnte ich die verschiedenen Samen von denen kaufen. Und dann sind sie hier auch aufgetaucht, sodass wir jetzt alles anpflanzen können. Und damit unser Essen nicht noch mehr verdirbt, musste ich jetzt einen Keller anlegen erstmal schnell hier vorne. Können wir mal gucken. So, hier ist der Keller erstmal. Noch sehr klein. Aber damit wenigstens ein bisschen Nahrung eingelagert ist. Hier sind momentan 0,7 Grad. Ich habe hier Eis uns freigeschaltet, das im Winter dann produziert wird. Und hier in die Gänge gelegt wird. Wir müssen sehen, dann vielleicht hier auch noch rein. Aber dafür brauchen wir halt noch mehr Platz. So, dann habe ich noch uns hier Brauanlagen hingestellt schon mal, damit Fermentierungsanlagen, damit ein bisschen produziert wird. Hier draußen noch Eisbehälter, die wir benötigen für das Lager. Später können wir hier die ganzen Felder wieder abreißen. Und dann nur noch hier die Gärten mit Feldern bestücken. Das zweite Feld hier wird schon mal gebaut zum Teil. Und da es rumheulen, weil jetzt Herbst ist, musste ich hier eine Wand rumziehen. Die wird dann gleich gebaut. Und werden probieren, den hier noch Wintersachen herzustellen. Diese meinetwegen dann hier erstmal lagern können. Ausstattung. Dann lassen wir jetzt erstmal laufen. Ich habe hier die Mauer weitergezogen. Die hat nicht geklappt, weil da schon wieder was liegt. Müssen wir mal eine Treppe wieder reinstellen. So. Dann können sie das hier bauen. Also da unten wegräumen hier, die Steine. Ich bin ärgerlich, dass mitten im Spiel einfach immer die Musik weg ist. Also diese laute Instrument. Wenn sie bauen, hört man das ja noch, wenn man nah rangeht. Aber warum die Ingame-Musik immer weg ist, keine Ahnung. Weil wir haben sie ja auf dauerhaft angestellt. Gucken, also Holz scheinbar zu haben. Okay, ihr könnt selber sehen, Musik ohne Pause ist an. Also keine Ahnung. So, dann können wir nämlich dann bald hier endlich mal abstecken. Mir ist natürlich auch noch aufgefallen, dass ein Turm, also ein Tor irgendwie breiter als 1 sein sollte. Können wir mal einen Auftrag geben. So, 3 dürfte reichen. Also man hört sie arbeiten im Hintergrund.
Falls ihr dann einen Tipp habt, wie die Hintergrundmusik wieder angeht, wäre ich da dankbar drüber. Also wenn es jetzt kalt genug ist, stellen die auch hier dann Eis her. Dann ist unsere Lebensmittel auf jeden Fall gekühlt. Und sobald wir einen Keller großzügig ausgebaut haben, sind hier dann auch die Felder weg. Die waren dann doch ein bisschen zu groß. Wir haben so viel Nahrung jetzt. Können ja mal gucken. Ja. Oh. Ja, wir haben 4000 Bären, 2500 Kohl. So, was wächst hier? Flachs, gut. Der ist noch nicht eingestellt. So. Hier können wir noch Früchte, Alkohol. Dann machen wir fermentierten Fruchtsaft. Können sie mal ein bisschen herstellen. Ah, okay. Die müssen dann drinnen stehen. Dann haben die mehr Tempo beim Produzieren. Wir können ja mal speichern und vielleicht haben wir dann wieder die Melodie. Sollen wir mal sehen. Gar keine Hintergrundmusik ist ja dann auch nicht das Wahre. Da ist sie. Ja, kurz. Und jetzt ist sie sau leise. Ja, keine Ahnung. Oh, die kann weg. Hoffentlich machen sie das jetzt hier. Ja, und hier war ja irgendwo ein Loch. Das habe ich fertig aufgeschüttet und das hat halt sehr lang gedauert alles. Ist ja dann auch uninteressant, weil ich muss ja jeden einzeln setzen, damit die Dussel sich nicht einbasteln. Dann werden wir mal runtergehen, gucken, die hier schon irgendwas fabriziert haben. Da ist wieder ein Raum. So, ist hier drunter überhaupt? Na, bei Regalen ist das jetzt eigentlich auch egal. So, Regale kopieren, einstellen. Wir brauchen dann auch noch Regale für den ganzen Stoff, weil hier lagere ich jetzt einfach nur Essen. Immerhin sind ja hier auch die Felder. Von daher sollte das gehen. Dann werden wir hier und das hier oder so. Jetzt haben wir Winter. Dann legen wir in das ein Feld. Und warte mal, können in die Regale eigentlich auch Klamotten? Ja. Dann werden wir eins hinstellen, das einstellen und dann kopieren. So, hier. Jonathan ist tot. Alba ist tot. Aber wer ist das?
Ah, zwei unserer Siedler sind gestorben. Wie das dann? Einfach so oder was? Okay, zwei sind tot. Wo liegen die jetzt? Nerven die denn nicht erstmal oder werden krank oder? Oder haben die sich einfach schon wieder irgendwo eingebuddelt? Wo sind die denn? Ah ja, hier haben wir Bienenstöcke hingestellt. Daraus können wir dann Met machen. Ja, jeder ist mal 50. Müssen auch nicht alle anmachen. Noch haben wir jetzt so viel zu tun. Machen wir hier 100. Und den auch noch. Und die anderen lassen wir erstmal. Außen im Schnee, Temperatur. Ja, wenn Dach drüber baust, geht auch nicht, also. Siedler sind bewusstlos. Unterkühlung. Das ist, weil wir jetzt die Klamotten sind weggegammelt. Und ein paar haben halt jetzt keine Winterklamotten. Lebt denn noch unser Schneider? Cool, ist unser Schneider abgenippelt. Ach nee. Ja, super. Ja, dann muss der jetzt auch, wenn der 0 hat. Jetzt ist übrigens die Musik wieder da, also. Oh Gott, ich sollte mal vielleicht ein Leder. Und Leinenstoff können wir ja nehmen. Leder eigentlich auch, oder? Ja, wir brauchen ja nur so Ledermensch, Lederhund, lassen wir mal lieber weg. Wir brauchen ja im Sommer einfach nur Leinenstoff. Wo unten sind sie fleißig am Arbeiten? Ah, guck mal, da liegen sie. Naja, draufgegangen. Wen interessiert's? So, Scheiterhaufen. Glaubt man nicht, dass die. Hat er den Bau jetzt abgebrochen oder was? Einfach so, findet er witzig. Eine Fresse, stell da Erde rein, so schwer ist nicht. Hier lassen wir erstmal noch offen, damit die hier schneller in den Keller kommen. Wollen die rum, da drin ist auch warm, oder nicht? 15. Wie kann das sein? Minus 15 Grad drinne? Ah, hier fehlt Dach. Oh Gott, diese Bewohner nur am Nerven. Ja, könnte den hier mal einer.
Kann man den nicht verschieben? Gott, dann reiß den ab, Alter. Ach, warte. Hat einfach keiner gemacht, das ist es. Aber hier vielleicht auch. Wie kalt ist denn da drin? Ja. Minus 4 Grad. Ah, die heulen ja wegen jedem Scheiß rum hier. In so einer alten blöden Feuerwälder. Und vielleicht sollte um Backgammon-Tisch und deren Scheißschreine ein Dach. Dass wir hier einen Scheiß bauen, nur damit was wir abreißen können. Und Dreck. So, Kackdach drüber. 102 Feuerwälder rein. Und hier ist auch ein paar mehr. Ist ja prinzipiell kein drinne, sondern ist ja mehr draußen. Kritischer Zustand. Ja, wird auch nicht behandelt, weil warum auch? Haben wir ja nicht auf 1, ne? Aber dem da nicht. Hauptsache, es macht einfach keiner. Ja, hier aus Fram. Ja, cool, kann man keinen Rechtsklick drauf machen. Ich habe hier ein Krankenbett zwar eingestellt, aber das bringt schon mal auch nichts. Wie kann da drin minus 15 Grad sein? Echt jetzt, die Fenster sind offen. Aber das Spiel will mich doch verarschen. Ja gut, also sterben noch 3. So, tot. Es macht auch keiner die Fenster zu. Es ist nicht wahr. Es sind minus 12 Grad drin, es ergibt gar keinen Sinn. Wie zum Henker können da Minusgrade drin sein? Da stehen 4 dämliche Feuerwälder. Das Ding hat jetzt sogar Wände, also ein Dach. Weiß nicht, war. Brauchen wir noch ein dummes Krankenbett? Bringt doch gar nichts mehr jetzt. Fühlt sich keiner dazu berufen, hier irgendwas zu machen. Ja. Mal ganz im Ernst, macht die Kackfenster zu, so schwer ist nicht. Jetzt findet, jetzt heilt er ihn auf einmal. Aber die Temperaturanzeige gibt doch keinen Sinn, ob draußen oder drin hier. Das macht ja jetzt mal gar keinen Unterschied.
Ja, minus 17 Grad. Und die Dinger sind an. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, noch einer tot. Ja, hier jetzt. Oh, das scheiß Dach, ey. Noch einer tot. Also brauchen wir hier ewig zum Bauen. Ach ja, echt jetzt. Jetzt sind da 25. Ah, fick dich, Spiel, ganz im Ernst. Wann sind die gestorben? Hier vielleicht. Dass sie so ein bisschen gleich drauf gehen. Irgendeiner lädt jetzt hier. Wer macht jetzt das da? Der macht jetzt nichts abreißen. So, heute noch. So, jetzt kann er auch. Was da noch machen? Rob ist damit beschäftigt. Dann macht das auch. Bereits in Arbeit, ich hab's gelobt. Muss ich hier überall Dreckswinde rumziehen? Ich könnte kotzen. Ist nicht wahr. Geht nicht zu weit auseinander. Oh, machen die jetzt ja wieder nicht. Finde ja ganz witzig. Der Chef unten muss versorgt werden. Aber da muss es doch. Da sind doch jetzt 25 Grad drin. Was wollen die eigentlich noch?
Ja, irgendeiner mal Fenster schließen. Oder ein der bewusstlos. Der da schläft nur, soll der das machen. Auto speichern, echt jetzt. So, jetzt machst du das dazu. Jetzt das da. Das da. So, haben wir noch Fenster? Nein, haben wir nicht. Da ist jetzt auch ein Schwachsinnsdach drauf. Hier noch einer hin. Vorsichtshalber. So. Hier kommt einfach. So. Also warm genug ist jetzt da drinne. Ja, warte, wir schieben deren Sachen hier. Auch in die Nähe von der Tür hier. Ob da jetzt Fenster sind oder Peng, das ist erstmal egal. So. Da einer hin, da einer hin. Da kommt der eine hin. Der andere kommt hier hin. So. Da eine Tür hin. Echt, jetzt geht nicht so weit auseinander. Kann nicht wahr sein. So, dann machen wir halt weiter nach innen. Was ist jetzt das Problem? Halt so. Jetzt sollte das aber gehen. Ja, so rum geht nicht. Ah. So. Abreißen. Abreißen. Hier ist kein Feuerwälter. Das kann nicht, reicht einer. Zwei hinstellen. Wo wir es hier unten, wäre Bärm jetzt echt kontraproduktiv da. Naja, hier sind jetzt auch keine Regale drin. Ah. Ja, wichtiger erstmal, dass die hier nicht alle abnippeln.
Sonst baut uns ja keiner was. Kein Fußboden, scheiße. Jetzt blenden die doch gleich wieder rum. Halt, wir haben kein Fußboden. Hey, einer könnte doch mal Winterkleidung erstellen. Warte, unser Schneider müsste jetzt noch leben. Irgendein Schneider wieder. Aber bewusstlos. Baut und ist fast tot. Reißt ab. Der macht Bergbau, der ist genesen. Schneidern 3. Schneidern 10. 10. Schneidern 25. So, hier genesen, das ist mir Latte. Er hat nichts anderes zu machen jetzt. Oh, jetzt geht er wieder weg. Im Ernst? Nein, was? Nee. Ja, doch, Produktion. Noch sind sie nur hier zweimal Blut. Aber noch lebt er. Lebt auch noch. Lebt auch noch. Aber müssen wir jetzt ein bisschen kurz aufpassen. Wichtig wäre das jetzt hier. Wir brechen auch alle Grabungsarbeiten so lange ab. Wären einfach den da, dann kommen sie da nicht hin. Ja, guck mal, das sind nur noch 7. Das dürfen sie meinetwegen machen. Hier oben sind es auch nur noch 3, also das ist nicht weiter schlimm. So, hier brechen wir ab. So. Da brechen wir auch ab. Müssen wir also bauen, müssen wir im Frühling, Sommer und Herbst. Und im Winter geht mal gar nicht. Wir haben es leider ja nicht rechtzeitig geschafft, weil hier ja überall Löcher waren. Und hier ist das Lehm, was wir abbauen müssen. Das müssen wir ja erst abbauen und wieder auffüllen. Aber sobald dann hier Häuser stehen überall, richtige Steinhäuser, ist das auch nicht mehr so schlimm dann, wenn es Winter ist. Dann laufen sie ja nur noch durch die Stadt und ab und zu hier in den Keller. Da legen wir uns dann einen anderen Kellerzugang in der Stadt. Hier ist der Außeneingang von den Feldern. Können sie in den Keller und hier in der Stadt irgendwo. Oh Gott, hier ist ein Riesengraben. Habe ich ganz vergessen. Den wir auffüllen müssen. Das müssen wir im Frühling machen. Aber im Winter Tag 1 ist eher nicht so gut. Also wir müssen jetzt 12 Tage hinbekommen, dass sie nicht draufgehen. Kälteimer wird ja mal schlimmer. Alter, wie lange es dauert, ein blödes Oberteil herzustellen. Und das auf dreifacher Geschwindigkeit. Sieht natürlich jetzt auch keiner an, oder was? Ah doch. Gut. Ah, da habe ich... Da Feuerwälder reingestellt? Nö, ne? Ah ja, klar.
Direkt neben die Schreine. Warte, dann stellen wir den da auch einen kleinen Tisch hin. Und haben wir hier irgendwie. Warte mal, was hat denn der? Ästhetisch 5, ästhetisch 3. Ja, nehmen wir einen Holzstuhl. So können zwar nicht alle dran sitzen, aber immerhin ein paar. Weil den kriegen sie ein bisschen Bonus für, haben wir am Tisch gegessen. Gucken vielleicht noch ein drittes Krankenbett hier oben irgendwie hin. Und ein viertes da hin. Ja, Alba hier, geh mal lieber. Ist bewusstlos. Warum denn? Da drin ist auch warm. Wenn sie nichts zum Anziehen haben, sollen sie drinnen bleiben. Nein, die Nahrungspakete liegen ja auch noch ein paar rum. Taten für, ach, bestimmt für Fermentieren. Eventuell sollte ich. Ein Lagerfeuer auch reinstellen. Bewusstlos. Aber was fehlt denn sonst denn? Bezweifelt durstig, ja. Ist mir voll scheißegal da. Kühl, minus 2 ergibt das nur. Oh. Lassen wir die das jetzt hier bauen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Aber vielleicht kriegen wir es hin, dass sie nicht alle drauf gehen. Hat nichts zu essen, will er mich verarschen? Ist, wo ist denn das Essen hin? Mal verarschen jetzt. Wo ist das Essen? Hier lag doch eben super viel Essen. Kann hier nicht der Scheiß ernst sein. Das Essen weg. Jetzt ist es wieder da. Was ist denn jetzt kaputt? Er humpelt hier durch die Gegend. Habe ich das Regal vor die Tür gestellt? Super. Ja, toll hingekriegt. Tür gestellt. Was halten die eigentlich davon, wenn die da mal ein Dach drüber bauen? Müssen sie auch nicht scheiß Backgammon unbedingt im Schnee spielen. Hauptsache, das ist wichtiger. Bloß nicht hier versorgen oder drinnen sich aufwärmen. Nö, draußen im Schnee Backgammon spielen. Super wichtig. Wenn Wunden behandelt, ja, würde genesend, ja, mir Latte, mach scheiß Kleidung. Ist dein scheiß Ernst jetzt? Genesend, nix genesend, mach Kleidung. Ja, hier mal einer von 10 arbeitet. Ästhetik mir scheißegal, benötigt ein. Ja, Komfort, mhm. Das benörgeln die. Aber nicht, dass es mitten im Winter ist, ne? Lackaffen, geht lieber arbeiten. Ihr
Oh, Forschung können wir eigentlich auch pausieren. Machen sie wenigstens was anderes. So. Material hergestellt. Ziegel können pausieren. So. Noch der hier. Eisen. Oh Gott, warte. Ich glaube, ich habe irgendwo Eisen in Auftrag gegeben, abzubauen. Irgendwie unten. Oh ja. So ein Mist. Ich vergessen. So. Da, ein Kleidungsstück. Hält bis minus 19 Grad. Wie viel von den Idioten haben jetzt was zum Anziehen? Naja, 6 fehlen noch, war ja klar. Chinesen. Religiöse Aktivität vermisst er. Obwohl er das hier machen kann. Die sind auch schon gebaut, oder nicht? Ja. Dann stecken wir jetzt hier kleine Gebäude ab. Dass die eine. Eigene Kirche aller kriegen. Aber man muss einen Schrein und 2 Regale rein. So. Wo ist denn das? Hier. Kirche der Restitution. Welcher hat einen größeren Schrein? Eichenbrüder. Eichenbrüder. So. 2. Fackel. Ebenbilder. Ja, nicht mittig, aber wenig. Juckt's. Jetzt haben wir kein Holz. Nee, ey, was haben die eigentlich immer zum Rumnörgeln? Wir haben das nicht. Dabei möchte man hier einfach nur, was sind das für Viecher, Wolf? Ganz gemütlich was bauen. Dach ist auch nicht fertig. Echt kein Heu. Ach, mehr ins Alter, dann reiß es ab. Da hinten nehme ich auf Fußboden hin. Egal, also ganz im Ernst. Hauptsache, das zählt als Raum. Da hätte ich schon wieder die Tür vergessen. Also. Ja. So, und das machen wir auf der anderen Seite auch. Falls er mich das da bauen lässt. Kommt hier diese andere Kirche rein. So. Bauernwandregal. Bauernwandregal. An.
So. Aber kann man nicht platzieren, auch egal. Dann zählt das wenigstens als Kirche. So. Dann können nämlich der da weg. Der kann auch weg. Habe natürlich auch den Fußboden vergessen. Dann ist jetzt wenigstens alles drinne. Also hier haben wir 25 Grad. Haben wir 14 Grad, super. Ach nö, ach nö, ach nö. So, warten, wir hatten noch hier irgendwo. Das Regal ist umgeräumt, genau. Samen, warum denn Samen? Da soll nur Nahrung rein und Medizin. So. Jetzt ist doch besser, oder nicht? Da drin ist einfach nur dunkel, aber das ist jetzt nicht so wild. Können wir einfach hier eine Wandfackel hinhängen. An die Tür kommt eine. Ja, und hier haben wir jetzt kein Dach. Abreißen. Abreißen. So. Rebdach doch. Oh Gott, das können wir auch nicht bauen, das Rebdach hier. Müssen dann mal hohes Gras auch anbauen, damit wir Heu haben. Das ging doch auch, oder? Lachs kriegen wir ja Stoffe raus. Leinenstoff. Hier Gerste. Ah, und Heu. Okay, also Gerstenfeld, aber das haben wir ja angelegt. Gerste da. Wohl. Gerste und Gerste, ja. Sollte reichen. So. Ich dachte, hier bis zu der Ebene machen wir. Die hängenden Gärten dann. Das reicht ja erstmal. So, aber wir konnten uns scheinbar am Sinn bekommen, dass sie nicht alle drauf gehen. War nur mit Mühe und Not. Aber hingucken einmal. Also und dann blenden wir das Dach aus. Können wir mal noch schnell gucken. Hier das Overlay. Ja. Das ist jetzt Leichenbrüder-Tempel. Ist auch eingefärbt. Ja, orange. Gut, und das ist eine auch ein Bonus.
Und hier gibt es halt noch keinen Bonus, aber... Wo sind die Stühle hin? Gott, habe ich die mit abgerissen? Beim Dachabreißen war der Fußboden noch nicht fertig. So. Der zeigt noch das Dach an, deshalb. Dann sind sie wenigstens ein bisschen glücklicherweise an dem Tisch gegessen haben. Das ist ja schon mal gut. Und unterkühlen geht jetzt auch nicht mehr. 25. 25. 25. Ja, der Flur ist jetzt ein bisschen kalt noch. Da werden wir ganz schnell noch hier. Eigentlich reichen, oder? Ja. Hier sind 0,8, aber da macht er ja nur. Warte, wir passen das hier an. So. Und setzen hier einfach dahin. Dann ist der Raum für die Schneider. Die Platz belegt. Ich habe doch gesagt. Eben, nein, was? Wieso? Sag mal. Doch abgebrochen. Dann ist es in dem Raum, in dem die nähen, auch warm. Ich glaube, da können wir auch einen Bonusraum draus machen. Oh Gott, da kommt jetzt gar keiner mehr hin. Beim... So, kommen die da hin zum Abreißen? Wer weiß. Also die Folge ist ein bisschen länger geworden, aber wir hatten ja Probleme mit der Temperatur hier drin, weil sie das noch als draußen gekennzeichnet war, aufgrund eines fehlenden Dachsegments. Und jetzt müssen wir halt den Winter erstmal rumkriegen. Dann... Ich glaube das auch, dass wir hier schön weiterbauen können. Wir sollten die schon am Leben halten. Also wenn wir nur noch zwei haben, dann baut wir keiner für uns. Guck mal. Was ist das für ein Vieh? Katze, Kuh. Essen die? Oh, die. Och man, ey. Ja, müssen wir uns dann einen Winter rumkriegen und dann zusehen. Ja, sie sind dran vorbeigekommen. Dass die überleben und dann können wir weiterbauen. Also müssen wir jetzt dran denken, so bis zum nächsten Winter ein paar Häuser hinkriegen, damit die auf jeden Fall drinnen sein können. Und auch die Arbeitsplätze so weit drin sind wie möglich. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, in der hoffentlich immer noch alle leben. Bis dann.